Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte TV natürlich mal wieder und die neuen Dressen, wie ihr bereits natürlich wisst, sind draußen bei unserem SK Sturm für die Spielzeit 2019-2020 und das ist nicht der neue Heimdress, aber er schaut dem neuen Dress, also dieses Trikot sieht dem neuen Heimdress auf jeden Fall verdammt ähnlich, nur mit ja ein paar kleinen Unterschieden. Und ja, ich finde gleich mal vorab die Dressen für die neue Saison auf jeden Fall gelungen. Ich finde auch die Dressen in der heurigen Saison waren schön, aber ja, die in der neuen, die flashen mich doch schon ganz besonders. Also da kann man sich ja wirklich rein auf die Optik mal beschränken und das sieht wirklich gut aus. Also gerade mal angefangen gleich mal mit dem Heimdress. Also wie gesagt, eine gewisse Ähnlichkeit ist auf jeden Fall zu erkennen. Bisschen anders das Ganze beim Kragen rundherum, aber jetzt kein großer Unterschied eben zu diesem Dress. Der ist aus der Saison 17-18, also quasi die Saison vor der aktuellen jetzt. Und ja, klassisches Schwarz-Weiß, das Gestreifte, das geht sowieso immer, ja, man hat eigentlich auf Schnickschnack bei den Ärmeln und so weiter verzichtet, finde ich gut, relativ klassisch und simpel gehalten, da macht man nichts verkehrt. Das bunte Gamma in Blau kennt man natürlich so auf der Brust, auch nichts Neues, also von dem gibt es da gar nicht so extrem viel dazu zu sagen. Ich finde den Dress einfach schön, man hat da kein Experiment gemacht und ja, lieber so, als da irgendwas Neues da ausprobieren, also bevor man es da irgendwie zu futuristisch macht. Ich weiß, das sage ich eigentlich jedes Jahr bei den Dressen, aber trotzdem, ich finde das einfach lieber klassisch, bevor man ein Experiment macht, das man nachher nicht zurücknehmen kann. So viel eben mal zum klassischen Heimdress. Das Torwart-Trikot, das gibt es natürlich wieder in verschiedenen Varianten. Da gibt es eben zum einen dieses türkisfarbene und ja zum anderen ganz in Gelb, also auch mit der Hose. Beim Tormann-Dress ist es mir persönlich immer relativ egal, unter Anführungszeichen, wie es aussieht. Klar, rot muss ich nicht haben, das ist ein No-Go, aber ansonsten finde ich auch so das Türkisene eigentlich ja ganz gut gelungen, also sticht jetzt nicht negativ heraus. Ich finde auch das Gelbe passt irgendwo, man braucht ja einen Kontrast zu den normalen Feldspieler-Trikots, also von dem her ist das schon in Ordnung, auch beim Tormann-Dress. Ja, lieber nicht zu viel experimentieren und da ist es sowieso meistens, ohne dass es abfällig gemeint ist, nicht so ganz der Rede wert. Also von dem finde ich, ist das auch okay und ja, mein persönlicher Favorit und ich glaube vom einen oder anderen auch, ist der Auswärtsdress für die Saison 2019-20. Der sieht mal richtig geil aus, natürlich hervorzustechen, ja, man merkt es gleich farblich, aber ist das? Das Blau vom Puntigamma fehlt. Es ist alles in Schwarz-Weiß gehalten. Also man hat es wirklich mal so hingebracht. Es gab ja schon vor Jahren so erste mögliche Designs in diese Richtung oder Ideen in diese Richtung. Da wurden schon Designs vorgestellt, aber an der Umsetzung, ja, haben eigentlich kaum, glaube ich, einer wirklich dran geglaubt. Aber es ist jetzt Fakt. Sturm spielt in der neuen Saison ohne wirklich Puntigamma. Blau gefällt mir richtig gut. Das Puntigamma, der Steirische Panther, das ist alles drauf, aber eben, es sieht einfach, ja, es sieht eigentlich aus, als ob es irgendwie ein klassisches Schwarz-Weiß-Bild ist auf den Bildern, aber ich würde sagen, richtig, richtig cool. Man hat den Dress ja sogar schon in der heurigen Saison getragen, beim letzten Heimspiel gegen die Dosen zu Hause und ja, die Dressen sehen schon wirklich geil aus. Das Einzige, wirklich Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist gar nicht mal optisch an den Dressen. Ich finde es schade, dass es nicht gleich der Heimdress geworden ist. Ich persönlich stehe halt auf die Heimdressen, speziell wenn die eben auch so ganz in Schwarz sind, also es kann einfach was, finde ich persönlich, aber natürlich ist auch diese Konstellation sehr gut, ich glaube auch, oder ich spekuliere eher darauf, das trifft es besser, dass ja, wenn vielleicht wirklich die Heimdressen auch gut, die Auswärtsdressen natürlich gut ankommen in dieser Saison, also in den Shops fleißig gekauft werden, ja vielleicht sieht man es dann auch bei den Heimtrikots in der darauffolgenden Saison in diesem Design, also ich bin da wirklich gespannt, ich hoffe der Verein bleibt da dran, das ist auf jeden Fall für mich persönlich ein Schritt in die richtige Richtung. Also ja, man bewegt sich ein bisschen weg von diesem, ja, das Trikot zu betonieren mit Sponsoren und so weiter. Ich weiß schon, klar, man braucht das Geld, aber trotzdem, das ist eine richtig feine Idee, gerade für die Fans und zum 110-jährigen Jubiläum ist es, glaube ich, auch ja einfach
eine gute Sache und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren wirklich nicht nur beibehalten wird, sondern auch fortgesetzt wird. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, bevor wir das Video beenden, was sagt ihr dazu, wie gefallen euch die neuen Dressen, was sagt ihr zum Heimtrikot, was sagt ihr zum neuen Auswärtsdress und was sagt ihr zu den Torwartdressen. Der dritte Trikotsatz, vielleicht noch kurz zu erwähnen, genau, den hätte ich jetzt wirklich fast vergessen, der ganz wieder in klassischem Blau, ich glaube, vielleicht hat man sich da mit Puntigama irgendwie geeinigt, also der dritte Trikotsatz erinnert wieder stark an die Puntigama-Farbe, aber dafür hat man eben das Blau aus den Auswärtsdressen rausgenommen. Also ist für mich ein Kompromiss, mit dem ich leben kann. Ganz ohne geht es halt anscheinend wirklich nicht. Aber ich glaube, in dieser Konstellation, ja, hat man als Fan ein bisschen mehr Freude damit. Also von dem her, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.